Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich das Unboxing von der Sommerbox der My Little Box. Die habe ich hier und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die My Little Box bringt immer zu Juni und Juli eine Doppelbox raus. Das heißt, man bezahlt dann quasi den Beitrag für 2 Monate. In einem Monat, das ist jetzt in dem Fall 37,90 Euro und bekommt aber auch den doppelten Warenwert der Produkte und die doppelte Anzahl der Produkte. Und hier habe ich dann jetzt quasi die Doppelversion, die ich euch vorstellen möchte. Es ist total aufregend, muss ich wirklich sagen, weil das ist halt immer so eine Riesensache, diese Sommerbox. Wir haben da meistens auch eine Tasche mit drin und so und ich darf auch eine Box an einen von euch verlosen. Die habe ich auch hier. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unter diesem Video in der Infobox. Schau super gerne mal vorbei. Und es ist so, wenn du jetzt die Box neu abonnieren würdest, bekommst du 10 Euro Rabatt mit dem Code SUMMER23 und bekommst dann quasi diese Box für 27,90 Euro. Schau super gerne in meiner Infobox vorbei. Und jetzt schauen wir mal hinein. Das Ganze wird lang genug wahrscheinlich werden, weil es ist halt ein Doppel-Unboxing, ne? Es ist prall gefüllt. Das Motto ist La Grande Bleue, also das große Blau. Das ist dann wahrscheinlich das Meer. Und das ist natürlich auch super passend als Sommerthema. Wir haben hier immer sehr viele Flyer und Informationen mit dabei. Hier haben wir einmal so ein Kärtchen, was auch immer mit am Start ist. Dann haben wir hier auch noch ein kleines Infokärtchen. Ein guter Grund, um rauszugehen. Im Spätsommer erwartet dich deine zweite Doppelbox. Also es gibt dann quasi eine Doppelbox für August und September auch noch. Okay, und da, das ist neu tatsächlich. Sonst hatten wir dann ja ab August auch wieder die monatliche Variante, denn die My Little Box ist ja eine schöne Box aus Frankreich, die monatlich erscheint. Und okay, das ist aufregend. Und dann kommt sie im August und September mit 4 Accessoires, 6 Beauty Darlings, darunter Barbour, Caudalie, wow. Dann haben wir auch noch Make-up, richtig cool. Und dann haben wir ein Mode-Accessoire aus den 70er, 80er oder 90er Jahren und das kannst du dann entsprechend auswählen, wenn du das in deinem eigenen Konto auswählst. Das ist natürlich cool. Ab Ende Mai kannst du dann deine eigene Box personalisieren, also ab jetzt auch schon, ne? Sehr, sehr cool. Schau da auf jeden Fall dann in deinem Profil vorbei. Dann habe ich hier noch einen Gutschein mit drin. Das ist ja cool. Ein My Little Box Mac Gutschein. 10 Euro. Richtig cool. Richtig cool. Haben wir was von Mac drin? Das wäre ein Traum. La Grande Bleue et la Boom. Zum großen blauen Meer gehört eine spontane Sommerparty am Wasser, wie die Cocktailkirsche zum Fancy Drink. Nespa? Nespa heißt nicht wahr. Und wenn du Lust auf Last-Minute-Beauty-Essentials hast, tauch ab in die Tiefen der Mac-Beauty-Welt. Wir haben da was. Finde ich sehr interessant. Da werde ich auch mal vorbeischauen. Und hier ist dann entsprechend der Gutschein. Und ich starte einfach mal, starte ich schon mit diesem Täschchen? Ja, komm, wir schauen mal hinein, denn hier sind wahrscheinlich die Beauty Essentials drin enthalten. Ja, auf jeden Fall eine Tasche, die man auch mit auf Reisen nehmen kann. Und dann ziehe ich doch mal das erste raus. Ja, das ist auch ein MAC-Lippenstift und den trage ich mir doch jetzt gleich mal auf, Leute. In der Farbe Mandarin, Powder Kiss Lipstick. Ich habe jetzt gerade einen Lipgloss drauf, deswegen mache ich den gerade ab. Das ist ja geil. Ich habe mir nämlich eben extra passend zum Outfit und zum Schmuck einen Lippi drauf gemacht und Julius liegt gerade neben mir und schaut mir ganz gespannt zu, was Mama hier so treibt. Den teste ich doch mal aus. Oh, der passt doch mal wie Faust auf. Das war nicht geplant, Leute. Muss ich wirklich sagen. Ich weiß gar nicht, warum ich so aufgeregt bin. Das ist total spannend. Sehr, sehr schöne Farbe. Ah, die passt, ne? Mein Schmuck ist von meinem Punkt. Da könnt ihr gerne vorbeischauen und mit Claudi223 die Versandkosten sparen. Mein Top ist vor 10 Jahren von H&M gekauft, glaube ich. Mega. Mega, mega cool. Das gefällt mir richtig gut. Also der passt dann halt auch echt toll, ne? Ist dann eher von der matten Variante von MAC, aber trotzdem passt das einfach gerade voll zum Outfit und die Fingernägel passen auch noch. Das ist der Wahnsinn. Okay, als nächstes habe ich was von La Vera hier drin, Naturkosmetik. Witzig, ich habe ein Full Face Clean Beauty heute mal im Gesicht. Glow by Nature Serum mit Q10 und Vitamin C, Antimüdigkeitseffekt. Und das ist einmal dieses Serum. Vitamin C liebt meine Haut, Vitamin C funktioniert 1A mit Lichtschutzfaktor. Deswegen ist es ein sehr passendes Produkt jetzt auch im Sommer. Dann habe ich hier von My Little Box aus der My Little Beauty Eigenmarkengeschichte was. Und zwar ist es eine Aftersun-Geschichte. Keep cool and wear blue. Gelée Corps Après Soleil Rayonnante. Okay, ein strahlendes Aftersun-Körpergel, nachdem sie die Sonnenstrahlen getrotzt... Echt?
glaube, Julius möchte das gerne vorlesen. Nachdem sie den Sonnenstrahlen getrotzt hat, beruhigt dieses After-Sun-Gelee deine Haut mit Aloe Vera und Bio-Kornblumenhydrolat. Die enthaltenen Perlmutt-Partikel natürlichen Ursprungs veredeln deine Bräune. Da bin ich sehr gespannt drauf. Das ist eine Größe 100 Milliliter. Ne? Das habe ich dann auch wahrscheinlich in der Woche geleert. Dann haben wir hier von V-Sun Good Times and Tan Lines. Mit Lichtschutzfaktor 15 ist das viel zu wenig. Eine Sun Cream Body. Ja, die werde ich dann wahrscheinlich als ganz normale Body Lotion verwenden, ne? Weil ich brauche am Körper schon Lichtschutzfaktor 30 und im Gesicht 50. Riecht so weit nach nichts. Ja, wie gesagt, das kommt dann auf den Körper so abends, ne? Jetzt nicht explizit als Lichtschutzfaktor. Dann habe ich hier eine Gesichtscreme von Belief. The True Cream Aqua Bomb. 10 Milliliter haben wir hier drin enthalten. Eine Gesichtscreme, die Feuchtigkeit spendet, ist jetzt natürlich auch echt sehr, sehr passend und passt in den Sommer. Belief ist auch eine Marke, die, glaube ich, recht beliebt ist. Ne? Also ich habe da auch schon Produkte von ausprobiert und mochte die sehr gerne leiden. Also den Abschminkbalm fand ich gut. Also der hat auch Make-up runtergenommen, aber da gibt es tatsächlich auch noch bessere. Trotzdem war der gut. Ne? Und dann haben wir was drin, das hatte ich noch nie, von Dr. Barbour Protecting Balm. Lichtschutzfaktor 50 ist das. Das finde ich cool. 15 Milliliter haben wir hier drin. Gut, das wird relativ schnell aufgebraucht werden. Werde ich relativ schnell aufbrauchen, weil ich recht viel Lichtschutzfaktor auch immer verwende. Ne? Aber Lichtschutzfaktor 50 finde ich wirklich toll. Da haben wir hier ein Tübchen. Sehr, sehr cool. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Produkte. Ja, 6 Beauty-Produkte, denn sonst haben wir 3 Beauty-Produkte, 2 Accessoires und eine Story. Und jetzt haben wir halt eine Story, 6 Beauty-Produkte und wahrscheinlich dann auch 4 Accessoires. Nee, eins fehlt. Genau, da hatte mir auch meine Kontaktperson geschrieben, die Sonnenbrille, die normalerweise geliefert werden sollte, steckt im Zoll fest und die wird nachgeliefert. Also da sollen wir uns keine Sorgen machen. Die wird auf jeden Fall nachgeliefert. Das ist halt jetzt aktuell alles ein bisschen wild. Ne? Dann habe ich hier La Perle Rhea. Das scheint etwas mit Perlen zu sein. Eine seltene Perle. Multifunktionale Halskette. Muscheln und Schalentiere lassen dich am Strand niemals im Stich. Wir sprechen von deinem neuen Schmuck und seinen Perlen, die dich sogar im Wasser beim Schwimmen begleiten. Ob stilvoll als Halskette oder geschickt als doppeltes Armband getragen, dein neues Accessoire sorgt mit seinen flachen Perlen für den perfekten Surfer-Look. Cool, oder? Das finde ich schön. Ich habe damals super gerne Surferketten getragen. Und das ist genau so eine. Die ist ja hübsch. Die mag ich wirklich gerne leiden. Und die ist halt so dieses, die habe ich damals zuhauf getragen. Wie geil. Ich erinnere mich gerade einfach an meine, weiß ich nicht, Anfang 20er, da habe ich immer solche Ketten getragen. Finde ich extrem schön. Und die wird jetzt auch layering-technisch ja, einigermaßen hierzu passen. Ich habe jetzt eigentlich Silberschmuck um. Also es wäre noch cooler, wenn es halt jetzt Goldschmuck wäre, den ich tragen würde. Aber das passt halt schon, ne? Sehr, sehr hübsch. Die werde ich definitiv jetzt öfters auch tragen. Mag ich sehr gerne leiden. Richtig cool. Dann habe ich hier noch, also hätten wir ja eigentlich die Sonnenbrille. Und dann Peeling Blue. Das ist dieses Produkt. Dein Peeling-Handschuh für strahlende Haut. Mit unserem Peeling-Handschuh kannst du abgestorbenen Hautschüppchen den Kampf ansagen. Er besteht aus zwei natürlichen Materialien. Einer peelenden, wasserspendenden Handfaser und einer weicheren, recycelten Baumwolle. Der Peeling-Handschuh bereitet deine Haut ideal auf den Sommer vor. Ja, und damit kannst du dann deine Haut peelen. Ich habe sowas auch tatsächlich schon mal genommen, um damit Sammy zu waschen. Wobei, nee, das ist wirklich ein größeres Ding. Ich dachte, das wäre so ein Fünf-Finger-Ding. Nee, guck mal, das ist halt wirklich cool. Das ist so eine softe Seite und das ist so eine etwas härtere Seite. Ach, schön. Dann habe ich hier das letzte Produkt und das ist die sehr wahrscheinlich erhoffte Tasche. Und das finde ich einfach praktisch, dass du solche Taschen einfach hier auch mit drin hast, jeden Sommer. Ne? Und das ist Monsac 48 Stunden, genau. Also den kannst du als Weekender-Bag mitnehmen. Azurblau lässt dem Blues keine Chance. Schnapp dir deine neue Tasche aus recycelter Baumwolle und verschmilzt ein Wochenende lang mit dem Horizont zwischen Himmel und Meer. Genau. Und das ist echt eine große, schöne Tasche. Die hat oben auch einen Reißverschluss, da kannst du wirklich gut was drin lassen. Oh mein Gott, das ist echt toll.
Das ist echt schön weich von außen. Kannst du auch schön mit an den Strand nehmen, ne? Und das mit in so einer Beautybox finde ich großartig. Also ich persönlich finde die My Little Box einfach auch sehr, sehr praktisch, weil du hast zum einen die Beauty-Produkte mit drin enthalten, dann halt auch diese liebevoll ausgewählten Accessoires, die dem Ganzen einfach nochmal so ein bisschen ein Sahnehäubchen verleihen und das Ganze einfach attraktiver machen. Also ich persönlich kann euch immer wieder die My Little Box empfehlen. Schaut da super gerne mal in der Infobox vorbei. Und denkt dran, jetzt gibt es auf jeden Fall die Doppelbag und auch noch im August, September ganz offensichtlich. Und jetzt gerade könnt ihr mit Summer 23 10 Euro sparen. Mega geil. Und es gibt eine zu gewinnen in diesem Video. Genau, schaut gerne in der Infobox vorbei. Und das wäre es dir gewesen. Wenn es dir gefallen hat, lass mir super gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.